Moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Gleich vorweg, wenn ihr Bock habt auf TCG, dann lasst ein kostenloses Abo da. Ja, wir werden uns jetzt endlich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Ich habe ja in den letzten Tagen ja mal wieder ein paar Pack-Openings hochgeladen. Dann nochmal wieder ein paar ein paar Pack-Openings. Heute ist es endlich soweit, wir werden uns heute ein bisschen in TCG einfinden. Das Projekt heißt Road to Pro, das heißt, wir werden einfach vom Noob zum fucking geilen Pro. Ich weiß, einige werden jetzt gleich im Kopf schütteln und sagen, nein, das wird nicht der Fall sein. Ich werde aber sagen, ihr habt recht. Ich werde vielleicht nicht zum Pro, aber ich habe Spaß dran. Und wenn ihr auch das lernen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, ein Abo. Könnt ihr machen. Und wir gehen erstmal in das Deck. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten beim TCG. Wenn ihr auch gerne mal Tipps oder Tricks haben wollt oder wie man überhaupt die Maske hier verstehen soll, dann lasst auf jeden Fall mal auch deswegen mal eine Frage da. Dann beantworte ich euch die gerne. Also im Endeffekt ist es so, es gibt verschiedene Themendecks. Die Themendecks sind super gut, um erstmal in dieses Meta reinzukommen. Psychobrand, Permablitz zum Beispiel, sehr, sehr, sehr nice am Anfang. Kann man nicht nur jeden empfehlen. Ich habe mir mittlerweile auch ein eigenes Deck gebaut, Hard to Fire. Wenn ihr das gerne mal in die Kommentare haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich das mal einfügen, weil ich kann euch das hier gerne mal kopieren, das Deck. Und dann könnt ihr das auch benutzen. Wir werden uns aber heute im Versus ein bisschen versuchen. Und werden das Deck natürlich ein bisschen testen. Ich habe das Deck auch schon ein bisschen im Stream mit den Leuten gespielt. Es ist geil. Es macht Spaß. Es ist fresh. Es ist cool. Ja, ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Es wird auf. Ich kann euch sagen, es macht richtig, richtig Fun. Definitiv nein. So, let's go. Roh 1988. Ja, den hauen wir um. Den hauen wir um. Das sage ich euch jetzt schon. So. Also, zuerst ist ja immer der Münzwurf, ja, ich will immer zahlen, weil, ich habe gewonnen. Warum fange ich an? Nein, das war nicht so geplant. Das ist natürlich jetzt nicht so geil gerade. Also, wir müssen jetzt direkt mit dem Tag-Team-Mon leaden, was eigentlich okay ist. Reshiram GX-Lead ist halt very good, aber, okay, ne, das ist gerade geil. Ich habe eine Feuerkarte, ich kann gleich Damage machen. Wenn dieses Pokémon kampffähig wird, durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Polygon sie auf deinem Bank, mische dein Deck anschließend. Also ich glaube, er wird ein defensives Deck spielen, aber egal. Also, nochmal, es heißt Road to Pro, wir werden jetzt wirklich das Deck immer mehr verfeinern. Ich werde vielleicht auch jetzt das öftere mal wieder Turniere besuchen, sei es im VGC oder halt auch wirklich TCG. Deswegen lasst auf jeden Fall ruhig mal einen Daumen da, wenn ihr es so interessiert und ja, wollen wir mal gucken. Ja, dann weg damit. GG. Gewonnen! Oder? Ach nee, er darf die auf die Bank nehmen. Oh. Ja gut. Ja, das muss man mir ja auch mal sagen. Holy. Ja gut. Okay, scheiße. Hä, was habe ich denn jetzt bekommen? Bin ich vergiftet? Wieso spielt denn scheine Bestrafung dieser? What? Ja. Getimed, Baby. Glaube ich zumindest. Willst du mich verarschen? Nein, das ist voll gut. Damit kann ich ihn jetzt auch wieder First Turn rausnehmen. Oh, yeah. Okay, wir spielen 10 Tier. Damit können wir 6 neue Karten ziehen. Sehr geil. Es fehlen noch einige Karten für das Deck. Ja. Sei es zum Beispiel Hitzefabrik. Oder sowas wäre richtig gut auch. Aber, ich weiß nicht. Irgendwie muss ich sagen, das gefällt mir echt gut. So, er wird sich jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, Apollo wiederholen. Nebulak wiederholen. Nebulak wahrscheinlich auf die Bank liegen. Ja, das ist halt der Play, den er machen muss. Sein Ernst? Wenn du diesen Punkt aus der Hand spielst, um. Kannst du 6 Schaden mal Blick auf EX. Was? Ja, egal. Hä, ich kann das ja trotzdem mit Wutanfall rausnehmen. Hä? Irgendwie verkackt er das trotzdem so ein bisschen, oder? So, wir holen uns jetzt erstmal Mewtwo. Den gehen wir erstmal auf die Hinterhand. Ich muss erstmal Pronto raufpacken. Weg damit. Ich verstehe die Plays gerade gar nicht. Wir können schon wieder eine Preiskarte nehmen, haben jetzt schon 3. Okay. Okay. Ja. Verstehe ich gerade echt gar nicht, was der Boy vorhat. Aber egal. Kann man machen.
Energie drauf. Hä? What? Nein, das ist voll kacke. Ich habe mir gerade Mewtwo geholt, Bruder. Okay, okay, Flamengo geht. Dann kann ich zumindest jetzt schon mal damit anfangen. Nein. Sind ernst? Ja, nehmen wir Dings. Boom. Geil, ne? Das war geil. Sehr schön. Okay, erstes Match gewonnen. Also, wir haben, wie gesagt, ich werde jetzt immer mal wieder in der Woche, ich weiß nicht, wie oft in der Woche ich TCG bringen werde, vielleicht ein, zwei Mal. Ich werde auch bestimmte Themen in den TCG-Videos ansprechen, wenn ihr Bock drauf habt. Vielleicht auch Fragen beantworten oder so. Es soll aber hauptsächlich wirklich um dieses Themen gehen. Das ist wie jetzt im Moment mein jetziges Deck, ja. Wir spielen halt also wirklich Porenta als normales Mon. Wir spielen Dodio, Dotri dabei, Flammiau plus Fuecro, Mulung plus Amphira an dieser Stelle. Dann habe ich noch NTGX dabei, weil NTGX ist eigentlich echt eine gute Karte, weil die X-Fähigkeit ist halt richtig gut, wenn man da wirklich nochmal einen Tag-Team-Mon finishen will. Finde ich es mega nice. Und Reshiram habe ich im Moment einmal dabei und halt zweimal Mewtwo. Und sonst haben wir noch hier ein paar Items. Uns fehlen, wie gesagt, noch so einige Karten für das Deck. Nichtsdestotrotz ist dieses Deck eigentlich ganz, ganz gut und man kann echt gut da spielen mit. Also man kann echt gut damit spielen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein weiteres Match hinterher machen gegen den lieben Quasquabbo. Was ist das für ein Name? Egal, er hat ein Wasser-Team-Deck. Kopf nehmen wir. Oh, ich habe gewonnen. Aber er fängt an. Ich will nicht den ersten Zug haben. Er soll anfangen. Was ist das für ein Schnauzer? Als ob es ein Schwarzen mit der blond ist. Was? Ist was falsch bei dem? Okay. Wir haben gleich das Sonnenpolium gezogen, was sehr nice eigentlich ist. Damit haben wir jetzt gleich keine Schwächen mehr. Und gegen ein Wasserdeck ist das auf jeden Fall hilfreich, wenn er wirklich Wasser spielt. Ich denke, er wird Wasser spielen. Nee, Feuer? Okay. Okay, vielleicht hat er einfach nur den Background, weil er den geil findet. Das finde ich jetzt geil gerade. Das finde ich gut. Ich hätte schon echt... Warte, was? Dein Gegner zeigt dir seine Hand, lege zwei Energie. Was? Ja, nee. Pff, ist ja mir egal. Hä? Versteht das jetzt irgendjemand? Nee, ne? Ich bin... Ich weiß gerade nicht, was Sache ist. Okay. Wir ziehen erstmal eine Karte. Wir ziehen erstmal eine Karte mit der Fähigkeit von Flammiau. Werfen hier dafür die Zahl, was auch okay ist. Ich habe es gerade überhaupt nicht verstanden, aber egal. Ja, wir müssen mal gucken. Wir können nur das jetzt gerade so ein bisschen machen, ne? Oh Mann. Wir können nichts machen. Holy shit, ist das gerade schlecht. Oh, das ist so schlecht. Wisst ihr das einfach? Durchsuche den Deck nach bis zu zwei Basisenergiekarten. Ja, nice. Hä, da hat sich das überhaupt nicht gelohnt, dass er seine Karten so gemischt hat, wie er wollte. Er spielt auch ein... Nein. Warte mal, jetzt hier noch seine? Wenn dieses Pokémon mindestens 1 extra Energie angelegt ist... Warte mal. Dieses Pokémon kann die Attacken eines beliebigen Projekts auf deiner... Fuck. Okay. Nicht so geil. Ich bin verbrannt, das ist nicht schlimm. Aber ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich brauche jetzt ein NTGX oder so, ein Blödsinn. Ich kann nichts machen. Oh, Mann, ey. Sobald er das Ding irgendwie switchen kann und mir mit einem Feuergeschoss meinen Mewtwo rausnimmt, bin ich richtig RIP. Aber er kann im Moment auch nichts. Er spielt einfach gerade richtig gut, weil er auch lackert im Moment mit den Karten. Und da kommt's. Hallo. Ey, ganz ehrlich, nee. Das Glück ist, das ist wieder so typisch. Ja. Man zieht einfach nichts. Ja, nee, Siri. Fick dich, Siri. So. Dann zieht einfach gar nichts wieder, ne? Und dann kommt wieder so einer, so ein Typ mit einem Schnauzer und haut dir einfach so eine Bratpfanne einfach mal quer durchs Gesicht. Ja, dann mach ich auf die Hände.
Piero, per dire. Danke. Für nix. So, next battle. Let's go. Ja, er hat auch noch einen goldenen Pokéball. Läuft bei dem Boy, ne? Warum nicht? Okay. Wir können mal. Also, wie gesagt, TCG ist eigentlich total simpel, ne? Hm, gewonnen. Nice. So muss das. So. Hab ich euch gesagt. Total simpel. Man gewinnt den mit dem Vorwurf und dann haben wir schon gewonnen. Ja, und dann haut man erstmal Dodo raus. Komm schon. Ich beschwöre dich, Dodo. Oh, lol, Mullung. Ich rufe dich! Nee, Mullung. Ich rufe dich, Mullung! Yeah. Jetzt hat er Angst. Jetzt hat er fucking Angst. Er weiß nicht, was er machen soll, was er legen soll. Alter, fuck, er legt 4 Karten auf die Bank. Alter. Das machen wir gleich, Alter. Jetzt geht's los! Jetzt zeigen wir es ihm, Alter. Was? Ist das dein Ernst? Ist es nicht dein Ernst? Ja! Nee, ist klar. Direkt vergiften. So. Also, Porenta, super geile Karte. Man kann immer wieder mit Sammeln, immer wieder ziehen. Welche Karte auch richtig gut ist, ist eigentlich sonst Taubsi. Mit Tauboga. Einmal während deines Zuges kannst du einen Deck nach. Kannst du eine Karte durch dein Deck mischen und anschließen. Wow. Nice. Wir werden auch gleich 10 Tier spielen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Sanftes Gleiten. Ich will ja nun nichts Falsches sagen, aber sanftes Gleiten. Okay, also wir haben jetzt im Moment erstmal keine Schwächen mehr. Das Ding, was mich jetzt nur stört, ist halt diese fucking Slimog Tag Team, was da richtig Damage drin kann. Ich habe Mewtwo. Ja, möchte ich mal angemerkt haben. Mewtwo kann da einiges machen. Mewtwo ist toll. Mewtwo ist Liebe. Mewtwo ist Love. Deswegen müssen wir jetzt Mewtwo mal ein bisschen pushen. Wir sammeln erstmal Karten. Solange er nichts Dummes macht, können wir Karten sammeln. Ja, solange er nichts macht, ziehen wir Karten. Ganz ehrlich. Was hat er gemacht? Staubinsel. Jedes Mal, wenn eins der beiden Spieler seinen vergiftet-aktiven Punkt durch den Effekt einer Trainerkarte gegen eins auf deiner Bank tauscht, ist das neue aktive Punkt jetzt von demselben zu. Was? Okay. Slimog. Ich wusste es. Das habe ich schon gerochen heute morgen. Ich wusste das. Ich wusste das einfach. Dass wir. Nee. Nee. Das ist wieder so typisch. Ja, komm mit deinem sanftes Gleiten. Alter, was ist hier los? Was? Zack. So, bitte ein bisschen Luck jetzt. Komm schon. Schweißer, Feuer. Schweißer. Yes. Da ist es. Die wollte ich haben. So. Nice. Sehr schön. So, jetzt muss ich überlegen. Wir können Doppelbrand machen, ne? Oder? Obwohl, wir können eigentlich auch ein Feuergeschoss drücken und nehmen das Ding safe raus, wegen unserer Combo. Wenn das aktive Punkt deines Gegners vergiftet ist, heile 100 Schadenspunkte. Das aktive Punkt deines Gegners ist jetzt paralysiert, vergiftet. Wenn dieses Pokémon mindestens 4 extra Energien angelegt sind, zu den Kritikerkasten lege diesen Zügen 15 Schadensmarken. Warte, 15 Schadensmarken? Auf jenes Pokémon. Warte mal. Ja, Mann! Jetzt kommen die Plays, Alter! Guckt euch das an! Alter, ich spüre es. Gerade noch so Panik gehabt und irgendwie so, ja, komm, ich mach mich ein bisschen, ne? Alle haben so gedacht, nein, du kommst nicht ficken. Jetzt komm ich zurück, Alter. Jetzt rast dich aus hier und hau mit einem Feuergeschoss dein Drecksding weg. Boom! Weg damit. 460 Damage in your fucking face. So. 3 Karten, Tech Demons. Das Geile ist ja beim TCG jetzt, dass du durch diese Tech Demons einfach 3 fucking Preiskarten nehmen kannst. Und er hat jetzt einfach nur Slimog zum Angreifen im Moment. Das ist so gut gerade, ne? Das ist so gut. Ich verstehe es nicht. Also. Irgendwas muss ich auch falsch machen. Ja. Hä? Digga!
Okay. Egal. Das war's mit der Folge für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn ihr Deck-Ideen habt, die wir mal gerne testen sollen, oder ihr Decks habt, haut das gerne mal raus. Wir werden auch mal irgendwann im erweiterten Format spielen oder halt älteres Format, aber da habe ich im Moment noch kein Deck. Deswegen würde es mich riesig freuen. Im Moment spielen wir nur das Standard-Deck, was auch auf Turnieren zulässig ist. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Y'all don't really want it like that. Here comes the new. Here comes the old. Here comes the. Y'all don't really want it like that. Here comes the new. Here comes the. Y'all don't really want it like that. I said so. I keep it.